Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich, dass ich heute hier sein darf und auch einige Worte zum Thema beitragen kann. Angekündigt bin ich als Sozialarbeiter, als Magister und als Autor von Harz-Ratgebern. Dies möchte ich aber kurz noch ein wenig ergänzen. Ich habe seinerzeit unter dem alten BSHG, also dem Bundessozialhilfegesetz, gearbeitet, in einem Sozialamt als Sozialfachkraft. Und danach habe ich dann ebenso mehrere Jahre in einem Jobcenter als Fallmanager gearbeitet, bis man mich dort nun entfernte. Wer hier Ähnlichkeiten zu Inge Hannemann sieht, der braucht vermutlich keine Brille. Der Unterschied ist nämlich der, dass Inge Hannemann anfangs mutiger und entschlossener als ich selbst vorging, wofür ihr hohe Anerkennung gebührt, wie ich finde. Doch nun zurück zum Thema. Die Ausgangsfrage heute lautet: Das Hartz IV Rechtsvereinfachungsgesetz. Segen oder Fluch für Langzeitarbeitslose? Ich will es vorwegnehmen. Das neue Gesetz ist ein Fluch. Und dies keineswegs nur für die Langzeitarbeitslosen, sondern unter anderem auch als Drohkulisse für Menschen im Niedriglohnbereich. Das hat zwei Gründe. Der deutsche Philosoph Theodor W. Adorno hat einmal den Satz geprägt: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und so richtig wie dies ist, ist es auch richtig, dass ein SGB II, also das Sozialgesetzbuch Nummer 2, nicht in seinem falschen Wesen verbesserbar ist durch ein paar kleine Änderungen und Variationen an der einen oder anderen Stelle. Dies selbst dann nicht, wenn diese tatsächlich vereinfachend und menschenfreundlich wären, was sie aber nicht sind. Doch zuerst noch etwas zu den grundlegend falschen Ansätzen, die hier nicht aufgehoben, sondern verstärkt werden. Mit dem Wechsel vom BSHG zum SGB II, also zum ALG II, zu Hartz IV, fand Anfang 2005 in unserem Lande etwas statt, was nicht etwa eine graduelle Verschlechterung für viele Bevölkerungsteile war. Nein, es war ein kompletter Paradigmenwechsel zum Schlechteren hin. Worin bestand dieser? Ganz einfach. Deutschland war bis Ende 2004 ein Sozialstaat. Wer arm und bedürftig war, hatte dadurch einen Anspruch auf Hilfe. Das ist vorbei. Auch im alten BSHG gab es Kürzungen und Sanktionen bei mangelndem Wohlverhalten. 25%, in besonderen Fällen mal 30%. Dann war aber Schluss. Das zum Lebensunterhalt Unerlässliche blieb einem. Es war garantiert. Das war wahrlich nicht viel, dies nur einmal nebenbei bemerkt. Das alles ist aber nun vorbei. Es gibt Kürzungen von 10%, von 30%,
von 60% und von 100%. Und danach kommt nichts mehr, gar nichts. Zu Not, Hunger, Krankheit, Bedürftigkeit muss nun das aufgesagte Mantra kommen, man sei arbeitswillig und mitwirkungsbereit. Zumeist in Form sinnloser Rituale und letztlich lächerlicher Rollenspiele, und es wird auch vom Jobcenter regelmäßig geprüft und getestet, ob es einem denn da auch ernst ist damit. Das aber ist unwürdig. Nur einmal zur Erinnerung. Deutschland liegt auf Platz 6 der wohlhabendsten Länder dieser Welt. Von etwa 200. Es wäre genug für alle da. Absolut. Für Flüchtlinge, für Arme, für Alte und für eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Das Arbeitslosengeld 2 stellt das Existenzminimum dar. Das Minimum. Ein solches wird also bereits bei der ersten Sanktion des Regelsatzes um nur 10% unterschritten. Dies also ist der erste und zunehmend unnötige Denkfehler im SGB II. Es existiert ein weiterer, der aus der Praxis heraus ablesbar ist. Dazu aber zunächst die aktuellen und bestätigten Zahlen von der Arbeitsagentur und Statista. Definitiv arbeitslose Menschen gibt es aktuell 2.920.000 Personen. Gemeldete offene Stellen gibt es 580.844. Und ja, es gibt auch ungemeldete offene Stellen, aber es gibt auch gemeldete, die nicht echt oder bereits besetzt sind. Das ist jedenfalls ein Verhältnis von 5 zu 1. Ja. Der schmerzeste, misanthropischste Politiker, von dem ich je hörte, schätzte mal die Zahl der Faulen und Unwilligen auf 15%. Sind wir großzügig? 20%. Es verbleibt ein Verhältnis von 4 zu 1. Die Aufgabe von Arbeitsagentur und Jobcentern sollte es sein, offene Stellen möglichst passend und nachhaltig zu besetzen. Doch was geschieht? Menschen werden überwacht und sanktioniert, die eventuell oder tatsächlich nicht mitwirkungsbereit sind. Und diese werden dann um bis zu 100% sanktioniert. So ein gutes Geschäft ist das übrigens keineswegs. Im Gegenteil, der Kontroll- und Überwachungsapparat kostet. Das Ganze muss auch verwaltet werden. Und es gibt viele Widersprüche und Klagen bei Gericht. Und oft erfolgreich. Zugleich fehlen diese Ressourcen bei der eigentlichen Arbeit, der Beratung und Förderung. Auch psychologisch ist das Ganze ein alter Hut. Menschen, die selbst motiviert sind oder sich motivieren lassen, die werden auch funktionieren. Wer nicht, nicht.
Das lässt sich nicht erzwingen. Die derzeitigen Zahlenverhältnisse werden sich nicht verbessern. Das ist vollkommen absehbar. Dies ist mithin ein zweiter kapitaler Denkfehler und falscher Ansatz. Doch ich berichte hier sehr viel allgemeine Dinge und muss konkreter werden. Ganz allgemein ist bzw. wäre es zu begrüßen, wenn Abläufe vereinfacht und beschleunigt werden. Davon kann ich Ihnen als ehemaliger Fallmanager nicht nur ein Liedchen, sondern mehrere Opernarien singen. Im Jahre 2004 wurde dem Fallmanagement zugesagt, es würde sich um etwa 75 zu beratende Menschen handeln, mit denen künftig zu arbeiten sei. Aufgehört habe ich persönlich jedoch dann später mit 436 Kunden. Ich gehe jedoch mit den großen Sozialverbänden, allen Selbsthilfegruppen von Betroffenen, mit Harald Thome, Inge Hannemann und anderen Fachleuten konform, indem ich sage, dass wir keine wirklichen Vereinfachungen oder Beschleunigungen erwarten. Dafür aber einige weitere Verschlechterungen und Verschärfungen. Hierzu einige Stichpunkte. Es wird nun doch keine Rücknahme der Ungleichbehandlung von unter 25-Jährigen hinsichtlich der Sanktionen geben. Eine Ungleichbehandlung, die gesetzlich nicht zu rechtfertigen ist. Stichwort Gleichbehandlungsgrundsatz. Weitere kommende Nachteile sind eine faktische Kürzung der Leistungen für Miete und Wohnung, besonders hinsichtlich des Faktors Heizkosten, die gegenwärtig noch verpflichtend vorgegebene einzelfallbezogene Prüfung der Heizkosten soll zukünftig wegfallen können. Zurzeit müssen die Jobcenter auch hohe Heizkosten übernehmen, wenn diese begründet sind, zum Beispiel wegen schlechter Wärmedämmung. Stattdessen sollen nun aber künftig die Kommunen Obergrenzen festlegen dürfen, also für die angemessenen Wohnkosten bezogen auf die Gesamtsumme aus Miete und Heizung. Warmmiete also. Es ist jedoch unmöglich, einen richtigen Geldbetrag für die Heizkosten für alle Fallgruppen festzusetzen, der die realen Kosten dann auch wirklich deckt. Denn die notwendigen Ausgaben für die Heizung differenzieren schließlich stark, je nachdem, wie sich ein Haushalt zusammensetzt. Kleinkinder, Pflegebedürftige, chronisch Kranke. Wo die Wohnung innerhalb eines Gebäudes liegt und wie die Heizungsanlage und die Isolierung beschaffen sind. Ein weiterer Punkt, der Umgang mit getrennt lebenden Kindern wird erschwert. Die Leistungen für das Kind soll künftig nur noch der Elternteil erhalten, in dessen Haushalt sich das Kind überwiegend aufhält. Der umgangsberechtigte Elternteil stünde in diesem Fall ganz ohne Leistungen für das Kind da. Derartige Fälle sind heute so selten nicht und können je nach konkreter Umgangsregelung einen deutlichen
finanziellen Einschnitt bedeuten. Hierzu muss man allerdings eben realisieren, dass wir dabei von Haushalten reden, die ohnehin finanziell am untersten Rand angesiedelt sind. Weitere Kritikpunkte lassen sich finden. Am wichtigsten ist aber vor allem folgende geplante gravierende Verschärfung: Die Ausweitung des Ersatzanspruchs bei sozialwidrigem Verhalten. Dies bedeutet insbesondere eine Erhöhung, Aufrechterhaltung und nicht erfolgte Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch die Kundin oder den Kunden. Derlei liegt beispielsweise dann vor, wenn jemand aus personenbezogenen Gründen sein Arbeitsverhältnis gekündigt wird. Hier gibt es dann nicht nur die 3 Monate Sanktion nach § 31a SGB II, sondern auch eine Kostenersatzforderung wegen sozialwidrigem Verhalten für eine unbestimmte Zeit in die Zukunft für alle gezahlten SGB II-Leistungen. Dasselbe trifft zu, wenn jemand sich weigert, sein Kind in einer Kita gegen seinen Willen betreuen zu lassen oder es favorisiert, eine wirtschaftlich tragfähige Ausbildung aufzunehmen, anstatt unmittelbar arbeiten zu gehen. Diese Regelungen werden massive Folgen haben und voraussichtlich regelmäßig gegen SGB II-Bezieher eingesetzt werden. Fachleute sehen hier voraus, dass in wenigen Jahren jeder zweite Arbeitslosengeld II-Bezieher von einer solchen Verschuldung betroffen sein wird, zum Beispiel Tome. Etliches blieme noch zu sagen, zum Beispiel zum wahrlich kritischen Thema Leiharbeit, Zeitarbeit. Gleichwohl kann heute leider nicht zu jedem wichtigen Punkt etwas gesagt werden. So schließe ich jetzt mit einem weiteren Wort von Theodor W. Adorno. Man sollte stets so zu leben bemüht sein, wie man in einer befreiten Welt glaubt, leben zu sollen. Gleichsam durch die Form der eigenen Existenz. Mit all den unvermeidbaren Widersprüchen und Konflikten, die das nach sich zieht, versuchen, die Existenzform vorwegzunehmen, die eigentlich richtige wäre. Die wichtigste Form, die das heute hat, ist der Widerstand. Vielen Dank.